So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon Worldwide 2 Challenge Modus Nuzlocke Let's Play Videos mit mir, dem Rigi. Und in der heutigen Episode machen wir uns endlich auf in Team Magma oder Aqua? Nee, kein von beiden. Heute machen wir uns endlich auf in Team Plasmas Höhle. Und in Team Plasmas Höhle erwartet uns, was heißt Höhle? Aber es gibt da doch diesen einen Stein. Anführungszeichen Stein. Es gibt ja dieses Castellit. Und das Castellit können wir jetzt mit dem Akromaten, den wir jetzt in der letzten Episode erhalten haben, bewegen. Und das werden wir jetzt in dieser Episode auch machen. Und dann wird uns etwas offenbart, was wir in der Form noch nicht gesehen haben. Und was das sein wird, tja, lasst euch überraschen. Ich habe es, glaube ich, jetzt schon vorweggenommen, aber egal. Lasst euch überraschen. Und wie man unschwer am Rahmen erkennen kann, habe ich ein bisschen Änderungen am Team vorgenommen. Die werde ich euch aber jetzt noch nicht zeigen. Wobei, komm, ich zeige euch jetzt schon. Ihr wisst jetzt nicht, was so schwer daran ist. Aber ich habe Swiflu jetzt im Team. Wie gesagt, auf Level 63. Das Mamutl und ja, mit dem geilen Wesen, nämlich einem frohen Wesen. Thickfat hat es halt auch noch als Ability. Und dann noch diese krassen Werte, diese HP, die sind unglaublich. Dann noch dieser Angriff, die Verteidigung ist auch im Rahmen. 144 Speed geht voll klar und der Rest ist halt auch noch in Ordnung. Und ich hätte ins Pokémon Center gehen müssen, sehe ich gerade. Genau, hätte ich gehen müssen. Egal, Rockslide hat dann halt nur 5 PP. Ich habe jetzt halt Mamutl leider erstmal dem Eiszahn drauf behalten. Ich hätte gerne den Icicle Crash drauf gehabt, aber den kann es halt irgendwie nicht erlernen. Also den Eiszapfenhagel. Dann habe ich noch den Erdbeben drauf. Erdbeben ist auch ein sehr, sehr guter Move. Step Move, ne, wissen wir alle. Der muss einfach drauf. Rockslide als, gegen Flug-Pokémon. Weil nicht gegen Flug-Pokémon. Gegen andere Eis-Pokémon. So, ja, jetzt habe ich eine Begründung. Gegen Feuer-Pokémon vielleicht, die fliegen. Haha, die fliegen, ja. Und ja, einfach mal schauen. Also Rockslide wird bestimmt auch noch hier hin und wieder mal ganz nützlich sein. Und als vierten Move habe ich mich dann für Knockoff entschieden, also Abschlag. Ja, wer weiß, vielleicht können wir dem einen oder anderen Pokémon dann halt die Items rauben. Ist natürlich ganz praktisch. Was ich gerne drauf gehabt hätte, wäre Eissplitter. Aber Eissplitter kann halt nur Quiekel lernen und nicht Keifel. Das heißt, ich habe ein kleines Problem gehabt. Und dann wäre da noch unter anderem die Tarnsteine gewesen. Aber die Tarnsteine, da bin ich noch nicht zum Move-Tutor gekommen. Ja, den habe ich nämlich noch nicht erreicht. Und Puppet Girl ist drin geblieben. Dafür ist Cutman rausgeflogen. Leider, ich wollte Cutman eigentlich, aber Puppet Girl ist auch ganz cool. Ich wollte sogar eigentlich erst Puppet Girl auch noch gleich mit rausschmeißen. Das war ein für unser Traunfugil. Weiß nicht, dass jemand gewünscht hat, beziehungsweise jemand vorgeschlagen hat. Und ich dachte mir so, ja, eigentlich geht das doch voll klar. Letztendlich habe ich mich aber dagegen entschieden, weil, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ich find Puppet Girl eigentlich ganz gut. Und den Buff, den es jetzt hier mit dem Step Shadow Claw erhalten hat, finde ich in diesem Spiel echt gut. Und das müssen wir jetzt auch, soweit es geht, ausnutzen. Also der Meinung bin ich. Und wir sind jetzt gleich da. Wir sind gleich an dem Ort, an dem es weitergeht mit der Story. Und da haben wir zum Beispiel jetzt das Castellit. Und wenn wir jetzt hier die Chorus Machine benutzen, bewegt es sich. Und was macht es? Ist er kämpfen? Das heißt, prinzipiell hätten wir ja sogar dieses Crustle hier fangen können. Das wäre auch ganz cool gewesen. Und es ist nicht gerade auf einem niedrigen Level. Ich meine, es ist auf Level 50. Ach genau, wir können Rockslide gegen Käfer-Pokémon benutzen. Ja, Leute, ja. Mitgedacht, Zensöchen lacht, sage ich ja nur. Und reicht von K.O. aus? Und reicht nicht mehr von K.O. aus. Stattdessen kassieren wir den Shell Smash. Shell Smash. Ja, deswegen wäre Crustle eigentlich ganz gut gewesen. Wenn es jetzt auch noch Robustheit hat. Mein lieber Scholli, dann ist es hier definitiv nicht schlecht. Aber selbst mit dem Shell Smash ist es langsamer als wir. Von daher, ja, gut, wir sind 13 Level drüber. Kann passieren. Wen wundert's? Mich jedenfalls nicht. Egal, machen wir uns auf. Was erhalten? Oder wir sind jetzt wieder auf der Route 21 und da ist es. Team Plasmas Schiff. Verdächtig, verdächtig. Was macht denn das Schiff von Team Plasma jetzt bloß hier? Afro, ja, oh ja, du hast uns gefunden, Kollege. Und was willst du jetzt mit uns machen? Hold up. Ah, okay. Ich verstehe schon. Marlon hat sich da reingeschlichen ins Schiff und er lässt jetzt auch hier die Zugbrücke. Denkt man das bei Schiffen so, Zugbrücke? Wahrscheinlich, ne? Der lässt jetzt auch die Brücke runter, mit der wir jetzt auch das Schiff betreten können. Und Afro sucht da natürlich immer noch das Purnua, das Fililu. Ah, Fililu, ich hab's gelernt. Ja, Fililu, das heißt Fililu. Das Fililu seiner Schwester und von ihm, von vor ein paar Jahren. Ja, was machen wir? Ich habe mal früher immer einen Spaß draus gemacht und habe hier rumgeschaut, ob es hier irgendwas gibt. Aber es gibt hier tatsächlich nichts drum in umliegendem Wasser. Außer dem Schiff von Team Plasma. Und das werden wir uns jetzt auch langsam aber sicher geben. So, ja. Und der erste Typ, der gegen uns kämpfen will, hier, Raker, Team Plasma. Oh, so langsam aber sicher geht's rund.
der finale Arc mehr oder weniger jetzt gegen Team Plasma. Und mal schauen, was diese Team Plasma-Rüppel uns so alles entgegenzusetzen haben oder welchen Lehrer die Pokémon sind. 57 ist voll in Ordnung, da habe ich gar kein Problem mit. Ich meine, ich bin auf Level 63 sogar. Und das ist in Ordnung. Ich muss jetzt noch das eine oder andere Pokémon eventuell trainieren. Und dann werden wir mal schauen, was sich oder wie sich das noch so im Laufe des Battles entwickeln wird. Aber ein Erdbeben, Toss Bedrohr, reicht nicht für sowas. Vielleicht habe ich da Mamudels kämpferische Fähigkeiten ein bisschen überschätzt. Step Erdbeben? Egal, wer ist mit einem Eisfang? Ein Eisfang sollte hier in diesem Bereich ausreichen und wir treffen uns nicht in der Verwirrung. Das ist super. Und meine Jena, das war's für dich. Ja, hätte ich mir auch gerne fürs Let's Play gewünscht, meine Jena, aber man kann halt nicht alles haben. So, Houndoom kommt auch noch rein. Houndoom! Und gegen Houndoom wechsle ich Cheese rein. Ganz nebenbei habe ich Mamutl auch noch meine die Überreste gegeben. Gleich mit von Cutman. Und auch Hundemon hat einen Bedroher hier rausgehauen. Wundert mich. Hundemon mit Bedroher. Aber gut, wissen wir Bescheid. Aber wir haben natürlich noch nicht nur Kaskade drauf, wir haben auch Surfer drauf. Und selbst dieser Surfer sollte jetzt eigentlich reichen. Ich meine, wir sind 5 Level drüber, Step Surfer und es ist ein Hundemon. Verzeihung, Hundemon. Ist jetzt bei weitem nicht für seinen Bulk bekannt. Oder hat da jemand etwas anderes zu sagen? Hm? Ja, wollte schon sagen. Okay, was machen wir jetzt? Scolipi, da wächst dich mal raus. In The Dream. Und The Dream kann natürlich hier einen Flugangriff, nämlich fliegen. Und fliegen sollte eigentlich für Scolipi ausreichen. Notfalls hätte ich auch noch mit Firefang draufhauen können. Aber ich glaube nicht, dass wir hier Firefang benötigen. Toxic ist in Ordnung. Weil du jetzt hier auch noch von Fliegen penetriert wirst, mein Freund. Ja, und es reicht natürlich aus, um die Scolipi zu besiegen. Ja, was können wir machen, ne? So einfach geht das, ne? So, egal. K.O. für Scolipi und der erste Team Plasma-Rüpel in dieser Episode wurde besiegt. Scheint, als ob die es nicht wirklich drauf anlegen, gegen uns zu kämpfen. Was mich ein bisschen verwundert. So, das sind einige Team Plasma-Rüpel. Keine Ahnung, ob man gegen die kämpfen kann, was sie zu sagen haben. Ne, die ignorieren uns gekonnt. Und da unten können wir noch nicht da. Ah, verdammt, jetzt habe ich umsonst einen Rappel gesprayt. Egal. Hier unten gibt es noch ein Item, nämlich TM67 Retaliate. Okay. Das war doch Revenge. Ne, wie hieß das? Rache. Nein. Mann, wie hieß der Move? Jetzt will mir der Move nämlich einfach. Ey, ein Revive, cool. Sehr nützlich in der Nuzlocke. Jetzt keine Ironie oder so. Das ist wirklich tatsächlich sehr brauchbar in der Nuzlocke. So, this is the place. Okay, I'm going. Okay, er geht. Können wir den schon runter? Ne, runter können wir nicht. Wir werden automatisch nach oben verfrachtet. Ein Doppelkampf. Das ist jetzt in der Tat ungünstig. Aber egal, wir können Team Plasma. War nett und das Cross. Hallo? Eieiei. Und was schickt er rein? Elektros. Perfekt. Perfekt, weil Elektros in der Luft steht. Das heißt, wir können jetzt einfach mal ein Erdbeben draufhauen, ohne dass wir Elektros treffen, aber die beiden anderen Pokémon. Das ist, glaube ich, jetzt gerade ein sehr guter Doppelkampf von unserer Seite. Und es reicht für Banette für den K.O. Und Elektros müsste doch jetzt das Cross besiegen, oder? Wow. Also Elektros. Ach man, das hätte ich auch irgendwie... Irgendwann möchte ich wirklich gerne auch mal ein Elektros benutzen, weil es ist kein schlechtes Pokémon, es ist ein cooles Pokémon. Ich möchte es wirklich gerne mal benutzen in einem Let's Play. Und was mache ich jetzt in der Situation? Ich hau ein Eisfang auf dieses Honchkrow. Honchkrow, auch ein Pokémon, was ich mal gerne benutzen möchte in einem Let's Play, aber man kann halt nicht alles haben. Aber es ist halt, also es hat halt nicht die besten Verteidigungswerte und deswegen würde... Outrage? Wait, what? Outrage Kangama? Range. Und es ist ein Crit. It's a Crit, Leute. Oh mein Gott. Ein Crit auf diesem Kangana, was ausreicht, um es zu besiegen. Ja, passt soweit. Und wie gesagt, wir werden jetzt einfach Team Plasma klatschen wie sonst was. Und mir ist total egal, ob wir jetzt hier... Wir werden sowieso keine Verluste erleiden. Also ich denke nicht, dass wir Verluste erleiden werden. Und wir sollen jetzt... Oh mein Gott, war das jetzt das... Es war der Abschnitt mit dem Passwort, oder? Oh, wer das Schwarz 2 Let's Play gesehen hat, der weiß, dass ich diesen Abschnitt sowas von hasse. Wer das Schwarz 2 Let's Play gesehen hat, der weiß, was ich von diesem Abschnitt halte. Alter Schwede, ihr wisst, was ich von diesem Let's Play halte. Von dieser Stelle halte. Okay, wir sind jetzt irgendwie in der,
was heißt das? In den Crewräumen, sag ich mal. Und jetzt können wir natürlich in den Crewräumen das ein oder andere Item auch finden. Oder den ein oder anderen Trainer. Ich glaube, man kann auch hier die Pokémon aufheilen. Werde ich jetzt zwar nicht, aber ich werde erstmal Cheese nach vorne packen, weil Cheese jetzt mittlerweile ein bisschen weiter nach hinten gefallen ist. Und wir wollen natürlich gegen jeden Team oder jedes einzelne Team Plasma-Mitglied hier kämpfen. Denn jedes einzelne Team Plasma-Mitglied gibt wertvolle Erfahrungspunkte bzw. wertvolle Kohle oder aber auch, ja. Und das zeigt uns mal coole Pokémon, die wir in diesem Let's Play noch nicht hatten. Vielleicht mal dieses Drapion. Ich glaube, Drapion hatten wir ja schon, aber es ist auf Level 60. Das heißt, die Level der generischen Pokémon, die kommen jetzt mehr oder weniger wieder. Ja, in unsere Richtung. Es greift mit Night Slash an. Könnte vielleicht sogar gefährlich werden. Okay, ist es nicht. Aber bei einem Crit von Drapion würde ich immer Angst haben, weil es halt die Sniper-Ability hat. Scharfschütze heißt es auf Deutsch, ne? Sniper. Also auf die Fähigkeit, ich weiß gar nicht. Nee. Superschütze, genau, Superschütze hieß die Fähigkeit. Und da muss man schon ein bisschen Angst haben von dieser Ability, weil die halt den Schaden von Critical Hits nicht verdoppelt, wie es normalerweise ist, sondern verdreifacht. Und da muss man jetzt schon ein bisschen Angst haben. In der 5. Gen haben die das geändert. Dann sind es nur noch nicht das Doppelte, sondern das... Moment. In der 5. Gen ist es eh nicht das Doppelte. Aber egal, in der 5. Gen... in der 6. Gen, Verzeihung, ist es dann halt mal 2,25. Also auch schon relativ krass. Und gegen diese beiden Trainer können wir nicht kämpfen? Okay, das ist gut zu wissen. Irgendwo gibt es hier aber ein Bett, in dem wir uns ausruhen können, das weiß ich noch. Auch wieder aus dem Let's Play. Doppelkampf? Ne, das ist jetzt kein Doppelkampf, oder? Hat er gerade was vom Passwort gesagt? Kollege, wenn du was vom Passwort gesagt hast, dann will ich das Passwort jetzt aber sofort haben. Und Mack. Cool, genau jetzt gerade, wo wir auch noch kein Erdbeben drauf haben. Das ist schade. Ach, aber wir haben den Kopfschuss drauf. Einmal wieder sein Headbutt. Wir haben auch den Kingstein. Ne, den Kingstein haben wir nicht mehr drauf, ne? Wir haben jetzt Überreste. Egal. Sein Headbutt, ich bin aller guter Dinge, dass du, wenn du mich magst, trotzdem flinchen solltest. Aber, flinch zwar nicht, aber du lässt den Gegner hier mit Gangshot missen. Das ist doch auch schon mal was. Also, vielen Dank. Richtig gut von dir. Und Cheese hat halt den Style-Faktor. Wer zum Teufel hat mal ein Violet in seinem Let's Play benutzt, hä? Wer zum Teufel hat ein Violet in seinem Let's Play benutzt, Leute? Ja, also. So, Cheese. Da wird Radikal in den Kampf geschickt und gegen Radikal mache ich mir eigentlich wirklich gar keine Sorgen, auch wenn das halt ein bisschen geboostet worden ist und es greift mit Ego Trip an, mit Me First, womit es jetzt selber erstmal ein Waterfall... Habe ich das gemisst? Ach, wegen Übereifer, okay. Wegen Übereifer, denke ich mal. Oder kann Radikal Übereifer? Es müsste doch Hustle gewesen sein, oder? Hustle und Loyalty. Yes. Ja, aber woran lag das? Moment. Hier ist der Hind. The password is a numeric code. Haha, I have no idea. I'll give you another Hind. The second number 7. Okay, second number 7 sollten wir uns merken. Zweite Nummer 7. Das muss ich mir gleich irgendwo niederschreiben, bevor ich das noch vergesse. Die zweite Nummer ist Nummer 7. Okay. Okay, seems legit. Klingt gut. Sollten wir uns merken. So, ein Pokémon, was reinkommt, ist Crocodile. Gegen Cheese. Das ist natürlich Kanonenfutter für mich. Wobei, wir sind natürlich die schnellste Pokémon. Das heißt, wir sollten nicht gerade jetzt hier ein bisschen rücksichtslos sein. Denn ein falscher Crit oder... ja gut, wenn der Gegner Scary Face einsetzt, dann ist es natürlich schon einfacher. Aber da kann ich doch nichts für, verdammte Scheiße nochmal. So that shit. Also mit Violet, da sind wir auf der sicheren Seite. Style Faktor haben wir. Bald kommt auch noch Eisstrahl dazu. Oh, das wird richtig gut. So. Und es heilt einfach wie die ganzen HP, die es verloren hat, mit den Überrissen wieder. Und Magnesone, raus am liebsten natürlich raus auf Swine Flu. Wobei Swine Flu jetzt natürlich eine Lichtkanone kassieren könnte und das könnte wehtun. Deswegen hoffe ich, dass dieses Magnesone nicht auf dem Ballon ist. Und selbst wenn, hoffe ich, dass es nicht die Robustheit hat. Das sind so meine beiden Wünsche, die ich jetzt gerade an dieses Magnesone habe. Keine Robustheit. Yes, das ist gut. Aber bei zukünftigen Magnesones müssen wir aufpassen, weil die wirklich tatsächlich Robustheit haben können. Und eine Robustheit, oder... ja, wenn wir dann Lichtkanone kassieren. Ihr habt unsere Spezialverteilung gesehen, die ist nicht gerade hoch. A 40 Number and the last Number 7. Okay, zweite Nummer 7 und... Moment. Die zweite Nummer ist eine 7. Und dazu ist... die letzte Nummer auch noch eine 7. Das heißt, am Ende haben wir eine 77. Aber was ist denn die Ziffer am Anfang? Das müssen wir uns tatsächlich noch, oder das müssen wir noch irgendwie herausfinden.
Wobei, können die auch lügen? Ja, seht ihr mal, was für ein Vertrauen ich in die Menschheit habe. Aber können die lügen? Ich glaube aber, die können nicht lügen. Wenn die lügen könnten, fände ich das ziemlich dreist. Und ziemlich nervig. Und Scrafty. Okay, eins der Pokémon, gegen die wir jetzt nicht wirklich was machen können, weil einfach das Typing von Scrafty in der 5. Gen war echt gut. Die 6. Gen haben halt eine Vierfachschwäche mal eben hinzu, nämlich Fee. Aber trotzdem, wir sind schneller als die Scrafty. Das erfreut mich schon mal. Und wir können dieses Ding locker zu two-hitten mit dem Surfer. Das hätte ich jetzt eigentlich auch nicht gedacht. Eventuell unterschätze ich auch einfach die Kraft von Valraiser. Das könnte auch sein. Ich habe, glaube ich, mal einen Valraiser in der 5. Gen in dem ein oder anderen Wi-Fi-Battle benutzt, nämlich als Choice-Garfer. Und da hat es auch schon ganz gut reingehauen eigentlich. Vielleicht sollte ich es tatsächlich nicht so unterschätzen, wie ich es jetzt gerade tue. Okay, schneller als Rock-Kaiman bist du sowieso. Ich meine, das ist kein vollentwickeltes Pokémon. Das heißt, sollte es da prinzipiell eigentlich sogar schneller sein. Und es reicht tatsächlich aus für Rock-Kaiman. Und das nächste Pokémon, was reinkommt, ist Haunter. Okay. Da könnten wir eigentlich prinzipiell auch drin bleiben. Aber ich werde dich jetzt erstmal rausholen, weil ich Lust auf The Dream habe. The Dream fällt vom Level her nämlich jetzt ein bisschen weiter hinterher. Weil er einfach so viel AP braucht und Moment mal, hier ein Drachenklau drauf, ne? Der Drachenklau. Eat that Dragonclaw! In your face, man! Alter, wir haben jetzt Drachenklau drauf. Das heißt, wir haben einen weiteren krassen Step-Move, nämlich den Drachen-Step. Wow, das ist gut. Moxie Books nochmal hier. Sollte ich öfter benutzen hier, The Dream, ne? Definitiv, aber erstmal Cheese dran. Cheese ist der erste, den wir benutzen werden und Intruder, ja, Intruder. Announcement, okay. Hallo, was ist mit dir an der Theke? Ach, wir kommen da sogar rein. Ah, da sind Trainer. Das wusste ich jetzt in der Tat gerade nicht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es ein Trainer ist. Aber gut, fast schon. Also wir infiltrieren jetzt gerade das Team Plasma Hideout. Und gegnerisches Pokémon reinkommt, ist Skuntank. Skuntank. Gegen Skuntank hauen wir erstmal Surfer drauf. Surfer-Chat und Flammenwurf. Ja, sollte vielleicht 10 KP. Okay, ein bisschen mehr als 10 KP waren 26, aber trotzdem. Das ist gar nichts, wenn man einfach mal vergleicht. So, und Surfer ist ein Two-Hit-KO. Ich traue mich jetzt gerade nicht mit irgendwie Waterfall oder so anzugreifen, wegen Aftermath. Und da kommt auch schon der Tiefschlag. Tiefschlag gegen Wailord. Ja, gut. Wenn du gegen einen 3-Meter-Baumel schlagen willst, dann nur zu Skuntank, aber. Jetzt mal rein biologisch gesehen, aber ich habe mal gelesen, dass Blauwale einen Penis von 3,5 Meter haben. Das habe ich mal irgendwie in einer Reportage gelesen. Wenn jetzt ein Skuntank Tiefschlag benutzt und gegen das Ding. Ja, Tiefschlag, seht ihr? Sehen wir schon mal. Das ist Tiefschläge überall. Und wenn jetzt ein Skuntank Tiefschlag benutzt und gegen dieses Ding haut, wie groß ist Skuntank? Müssten man auch mal nachschauen. Aber das wäre dann irgendwie ein bisschen strange, ne, finde ich. Wenn man dann so einen Skuntank hat, was gegen einen 3 Meter Blauwalpenis schlägt. Ich für meinen Teil fände das extrem strange. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber so rein bildlich gesehen ist das schon ein bisschen komisch, finde ich. Oder? Ja doch! Okay, vielleicht sollten wir uns das einfach nicht bildlich vorstellen. Das ist, glaube ich, einfach besser so. Ich meine, wir wollen, glaube ich, nicht irgendwie 3 Meter Wailord-Penis im Kopf haben. Das wollen wir nicht. Das ist jetzt gerade der verkehrte Zeitpunkt dafür. Und Embargo! Oh mein Gott, du nimmst uns gerade unsere Überreste. Alter! Das ist das erste Mal, dass ich Embargo wirklich als nützlich empfunden habe auf der gegnerischen Seite. Ich meine, wir können uns jetzt halt nicht mehr hochheilen. Und das ist schon ein kleiner Vorteil für unseren Gegner. Weilblum kommt jetzt. Wechsel mir auf Lauch. Ich will es wieder wissen. Lauch, mein Freund. Ist die Lauchschlange kaputt oder ist sie noch intakt? Das darfst du jetzt gerade in der Situation beweisen. Also, Aerial Ace Crit auf Ansage, ja? Aerial Ace Crit. I want it now. I want it now. Jetzt sofort. Lauchschlange ist definitiv am Arsch. Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist physikalisch unmöglich. Pupita kommt rein. Nö. Ich will jetzt den Crit haben. Pupita, kein Problem. Wir haben die Lauchlinge drauf. Und wenn es keine 25% tun, dann will ich aber jetzt, dass es die 33,333333% tun. Aus. Ich will mein Geld zurück. Leute, was da los? Wo soll ich hin? Bei Praktika oder keine Ahnung? Geld zurückgarantie gibt's ja überall. I'll give you this. Oh, the Team Plasma Card. Das ist gut zu wissen.
With a plasma card you can enter the password. Okay, das ist gut zu wissen. Wir wissen jetzt, 777 ist am Ende. Das ist Feuer-Pokémon Reshiram. Und das ist das Elektro-Pokémon Seekrom. Okay. Vielen Dank für die Info. So, das ist glaube ich jetzt nicht wirklich der Punkt, zu dem ich hin wollte. Hier gibt es noch einen Typen. Erzählt er uns vielleicht... Ah, wer sagt uns denn jetzt, welche Ziffer am Anfang steht? Das ist eine gute Frage, zu der ich jetzt gerade keine Antwort habe. Egal, Weezing kommt rein und bei Weezing mache ich mir ehrlich gesagt keine Probleme. Das sollten wir mit zwei Surfern locker down bekommen. Vielleicht sogar einen Surfer und einen senden Kopfstoß. Aber Surfer sollte hier wahre Wunder bewirken. Da gehe ich eigentlich felsenfest von aus. Surfer! Und... Ah, sogar fast im Moinlich... Oh, das ist hier was. Da muss ich jetzt natürlich raus. Ich kann da jetzt nicht drin bleiben. Das wäre Selbstmord. Habe ich irgendwie was, womit ich verbrennen kann? Ja, aber ich habe Sayu. Okay, Sayu kommt rein. Teamleader mit Level 66. Wer hätte das gedacht? Emolga als Teamleader. Und da ist die Sludgebomb. Das ist in Ordnung. Denn es ist wenigstens kein Destiny-Bot mehr aktiv. Und wir können dem Ding jetzt einfach mal einen Donnerwitz reinhauen. Bäh! Also Destiny-Bot gekonnt umspielt. Ha, ich hasse Destiny-Bot. Das ist so ein Angriff, der in der Nase auch tödlich ist. Genauso wie Explosion und Finale in der vierten Gen und alles davor. The First Number 7. Moment mal. 777? Ist das gerade euer Ernst, ihr alten Glücksspieler? Ja doch, die meinen wirklich ernst mit 777. Moment, wo kann ich denn jetzt nicht schlafen? In jedem beliebigen Bett, aber es gab ein Bett, in dem man sich ausruhen konnte. Das wäre jetzt gerade schon ziemlich nett, wenn mir das jemand sagen könnte. Ich glaube, das ist der letzte Trainer, gegen den wir jetzt auch kämpfen müssen hier. Glaube ich. Da haben wir alle Team Plasma-Mitglieder oder alle Team Plasma-Schergen im Untergeschoss besiegt. B-E-S-I-G-T. Besiegt. Ein Kakturn kommt rein. Der Traum eines jeden Weilords, beziehungsweise meines Weilords. Wir haben ja auch nicht mal Eistrahl drauf. Das heißt, wir müssen raus. Gehen wir doch mal raus auf Lauch. Lauch resistet Pflanzenmoves, Lauch resistet Kampfmoves. Und Sucker Punch, yo, passt. Und Lichtmoves, Verzeihung, nicht Kampfmoves. Und Sacred Sword. Und kein Sucker Punch diesmal. Und diesmal. It's a crit, Leute, die Lauchstange lebt. Die Lauchstange lebt. Sie ist nicht kaputt, sie ist... Sie hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten ab und zu. Das kann man, glaube ich, an dieser Stelle sagen. So. Okay, ich habe jetzt gegen alle gekämpft. Ich kenne jetzt die Ziffern. Einzige, was ich jetzt noch machen will, ist genau ein kleines bisschen schlafen. Oder mich ein bisschen hinlegen. Wir haben die Team Plasma-Karte. Und damit hätten wir das Untergeschoss oder die Kabinen der Team Plasma-Mitglieder alle insoweit geschafft. Und dann würde ich jetzt mal einfach sagen, Leute. Wenn euch die Episode gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wir sehen uns in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt. Die Plasmas Frachtschiff. Und ansonsten haut rein, macht's gut, bleibt schön hoch und ciao, euer Regi.